Ja, hallihallöchen und herzlich willkommen bei Sahanda. Ja, hier ist wieder euer John Myers. Heute geht's auf Hirschjagd. Ich möchte wieder mal Hirschen schießen. Und dazu bin ich hier jetzt auf Hirschfelden. Und wir gehen dann auch schon los. Waffe dabei ist die 308, weil die muss ich noch hochleveln. Und natürlich dann die 223 und der Revolver, der 357er. Halt! Ich muss ja noch die Caller wechseln. Das ist ja der Hammer, hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar brauchen wir hier den Hirschcaller. Na, wo ist er denn? Hier, Hirsch. So, dann haben wir hier, das ist der Wildschweincaller, den können wir da unten reinsetzen. Dann brauchen wir hier den Fuchs. Und was brauchen wir noch? Ein Reh, genau. Ein Rehcrawler brauchen wir auch noch. Genau, dann kann es auch schon gleich losgehen. Gut, und ich muss natürlich auch noch etwas loswerden. Und zwar, ich habe ja letztens mal angefangen mit Sahanda Videos zu machen in 1080. Ja, so. Das heißt, in Full HD mache ich die Videos und lade sie hoch. Und ja, was habe ich da leider feststellen müssen, dass die Dateien riesig groß sind. Also wenn ich jetzt nicht da eine halbe Stunde, ich habe das gemerkt, weil das erste Video mit 1080 war fast eine halbe Stunde und da habe ich 6 Stunden gebraucht zum Hochladen und eineinhalb Stunden fürs Bearbeiten vom Video und habe dafür nur eine halbe Stunde Jagdzeit. Und da habe ich mir gedacht, wow, ganz schön viel. Aber 1080 kann sich durchaus sehen lassen. Deswegen mich entschieden, nur noch 15 Minuten Videos machen und nur noch Ausschnitte zu machen. Also wenn es was Sehenswertes gibt, dann bekommt ihr das zu sehen. So, jetzt habe ich natürlich letzte Woche am Freitag ein Hasenvideo gemacht oder wollte einfach einen Hasen schießen. Ich habe gesagt, ja, ich will jetzt einen Hasen schießen. Und es war leider nach 8 Minuten vorbei. So, was heißt nach 8 Minuten? Ich glaube, das Video hat gerade mal knapp 9 Minuten, 8 oder 9 Minuten gedauert. Und dann kam gleich natürlich so, oh, jetzt fühle ich mich voll verarscht, du sagst immer 15 Minuten, bla bla bla. Leute, ich will euch auf keinen Fall verarschen. Wenn es dir nicht passt da draußen, dann brauchst du meine Videos nicht schauen. Ich habe über 450 Sehunder-Videos. Und wenn da eins mal dabei ist, wo nur 8 Minuten dauert, dann hat es nicht länger gedauert. Ich war dafür aber fast eine Stunde unterwegs. Und dann die Bearbeitung, die nimmt so viel in für 1080 so viel Zeit in Anspruch. Leute, ihr wollt jeden Tag Videos sehen, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass die dann vielleicht mal nicht die 15 Minuten haben. Wichtig ist, ihr habt euch entschieden oder ihr habt gesagt, ich soll die 1080 machen, das schaut gut aus, soll ich weiterhin machen. Also dann müsst ihr auch damit rechnen, dass einmal die Videos ein bisschen kürzer sind. Ganz einfach, so schaut's aus. Dann Spentyrus, Riesenerfolg, geiles Spiel. Wird neben Sehunder zu meinem nächsten Hauptgame, aber dazu mache ich diese Woche noch Spielnachrichten, wie es überhaupt jetzt weitergeht mit meinem Kanal. Und ja, und da erfahrt ihr dann mehr. Aber jetzt will ich erstmal Hirschen und ich melde mich dann auf alle Fälle wieder, sobald sich was tut. Und wie gesagt, wenn mal ein Video nur 8 oder 9 Minuten dauert, dann ist es nicht, weil ich euch verarschen will, sondern weil es einfach so ist, weil es eine Tatsache ist. Weil da stellenweise Sachen dabei sind, die ich dann gar nicht mit rein mache. Weil da Sachen drin sind, wo ich sage, okay, komm, das ist jetzt nicht so wichtig, das kann raus. Und dann waren halt nur noch die 9 Minuten übrig. Ich versuche natürlich, die 15 Minuten zu bekommen. 20 Minuten ist schon zu viel. Weil erstens mal, wenn die Zuschauerbindung, also sprich, wenn ihr mehr die Videos, der Durchschnitt schaut, die Videos, ich glaube, die sind bei zwischen 5 und 6 Minuten, was die Videolänge, wo ihr schaut, der Durchschnittswert. Und ja, da haben wir jetzt schon männlichen Fuchs. Da fängt er schon mal ganz gut an hier. Ja, und da sage ich offen und ehrlich, brauche ich keine 20 Minuten machen, wenn eh plus 15 geschaut werden. Normalerweise reicht es, wenn ich nur 5 Minuten Videos mache, weil da habe ich nämlich das euch so, dann schaut ihr auch ganz. So ist es einfach. Also Leute, wenn mehr geschaut wird, werden die Videos länger. Wird weniger geschaut, rentiert sich der Aufwand einfach nicht. So ist es. Und das ist überall so. Der Bäcker macht auch nur 100 Semmeln, weil er nur 100 am Tag verkauft oder 1000, was er 900 wegschmeißt. Ist einfach so. Gut, so. Jetzt hoffe ich mal, dass es ein schöner Fuchs ist, der was da kommt.
Ich habe natürlich den Chili an. Und wir werden uns jetzt hier auf die Lauer legen. Und hoffen, dass der kommt. So. Gut. Dann legen wir uns mal hin da. Und schauen mal, ob der schon da ist. Ich will natürlich einen Hirschen haben. Aber einen Fuchs nimmt man natürlich auch immer mit. So. Dann callen wir den nochmal. So. Und sobald der da ist, hole ich euch zurück. Bis gleich. Okay, der Fuchs ist da. Ich sehe ihn nur noch nicht. Oh, 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 oh. Das wird knapp werden wahrscheinlich. Na, wo ist er denn? Komm. Jetzt kann man es nicht sehen. Das ist blöd, ich bin an der Scheißstelle. Aber also für bewegen darf man sich... Nein, jetzt haut er ab. Alter Vater, jetzt haut er ab. Naja, mein Ziel ist eh ein Hirsch. Der ist jetzt ab. Aber ist ja egal. Gut, gut. Ja, sobald sich wieder was tut, seid ihr wieder da. Bis gleich. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Und da haben wir einen Hirschen. Der hat noch nicht gecallt. Halt. Ich call den jetzt mal. Mit der Hoffnung, dass der dann kommt. Da vorne läuft er. Jetzt schauen wir mal, wie weit das der weg ist. Oh, der schaut aber schön aus. 162 Meter ist er weg. Ah, oh, schön, schön, schön. Und noch ein bisschen weiter vor. Ja, ich glaube, der kommt schon. Vielleicht muss er richtig nah ran, weil ich ja mit der Waffe noch nicht allzu viele Score-Punkte habe. Ja, weil da callt er 160 bis 250. Jo, der kann sich, glaube ich, sehen lassen. So. Der kann ruhig schön hierher kommen. So, ich lege dich jetzt hin. Geht auch ein bisschen weiter vor. Ja, mein Freund, call ruhig. Ich call nochmal. Oh, der schaut echt groß aus. Echt schön, schön, schön. Je näher der kommt, desto schöner ist das Geweih. Das sieht man jetzt schon. Oh ja. So, mit der 103er schieße ich den. Ja, mit der 308er meine ich. So, dann schauen wir mal, ob wir den gleich schön erwischen. Jawohl, und zu Boden gegangen. Genau, so muss es sein. Genau. So, dann schauen wir uns den gleich mal an. Ich weiß jetzt gar nicht, was da los ist, warum. Dass ich jetzt gerade einen Frame-Einbruch habe von 20. Normal bin ich immer bei 30, 40. Ganz komisch. Naja, egal, ist so. Wahrscheinlich, weil ich im Hintergrund noch ein Video bearbeite. Und zwar DayZ, das was halt auch noch kommt. Naja, so ist es halt eben. Jetzt schauen wir uns mal an, wie groß der ist. Auf alle Fälle mal die Spuren hier mitnehmen. Die hier zumindest, damit ich da auch langsam mal hochkomme. Was Hirschbild. Ah, nee, das ist. Ach, nee, 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 das ist eine Mission, was ich da nebenbei noch laufen habe. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir da? 165, ist doch nicht so groß, wie ich gedacht habe. Aber naja, Körper, dritter Halswirbel, linke Lunge, 207,1 Kilo männlich, Erhaltungszustand 100%, CSS 43 und das Core 165,290. Gut, dann werden wir doch den gleich mal hier... So. Gut, dann mal schauen, hopp. Und annehmen. Auf Facebook könnt ihr natürlich immer
dann euch die Daten nochmal anschauen. So, gut, und ich melde mich dann, sobald sich wieder was tut. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Der nächste Call von einem Hirschen haben wir gekriegt. Mal schauen, ob der größer ist. Der müsste da oben dann von da oben irgendwo kommen. Und sobald er dann in Sichtweite ist, hole ich euch dazu. Bis gleich. So, meine Freunde, und da ist er auch schon. 135 bis 225 wird das mal angezeigt. So, jetzt muss ich noch einen Call abwarten von ihm. Dann habe ich nämlich die Mission auch fertig. Ich hoffe, der callt nochmal. Ach, da ist noch ein zweiter. Da ist noch ein zweiter in der Nähe. Ach, du Scheiße. Ha. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie groß der ist. Aber ich glaube, jetzt hole ich erstmal den hier. Und dann mit der Hoffnung, dass ich den anderen dann auch noch krieg. Zumindest die Spuren aufnehmen kann. So, ich werde mich jetzt mal hinlegen, weil mit der Waffe bin ich doch noch nicht so gut. Komm her. Komm, Stückle noch. Weiß nicht, ob ich schon soll. Ne, da warten wir noch ein bisschen. Genau, kommt noch ein Stück her. Nein, der geht ab. Der geht ab. Scheiße. So, mal schauen, ob ich ihn nochmal... Ach, da, hahaha, da liegt er ja. Hat sich hingelegt. Gut, so bepasst. Gut. So, den anderen müssen wir noch schauen. Wir wissen ja ungefähr, wo der gecallt hat. Vielleicht haben wir Glück und der ist nicht erschrocken. Der Funkgerannt. Sehen wir dann schon. Wir nehmen auf alle Fälle diese Spur hier auf, wo ich den getroffen habe. So, Lunge, Herz. Da ist die, wo er gezogen ist. Warum habe ich gerade Frame-Einbrüche? Ja, ich denke mal, das ist wirklich, weil ich im Hintergrund noch ein Video bearbeite, wie ich vorhin erwähnt habe. Und ja, naja, naja. Schön, da haben wir, da haben wir, da haben wir, da haben wir. So, der zweite Hirsch. Na, also, so kann es weitergehen. Und den anderen, da schaue ich jetzt dann hin, ob ich die Spur noch finde. So, gut. Dann wollen wir mal ein Fotochen machen. 195er. CSS 56,7, das ist größer wie der andere, hat aber Trophäenwert nur 88,8. Dein Erhaltungszustand ist 100%, 190 Kilo, 53,5 Meter, Körper, Schulterblatt, rechte Lunge. Das kann sich doch sehen lassen. So, dann wieder auf Facebook anzuschauen, auf meinem Profil. Gut, ja, und dann schauen wir jetzt mal weiter. Ich call mal, vielleicht ist ja der noch da. Auf alle Fälle, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe wieder einen Call von einem Hirschen, der kommt aus der Richtung irgendwo. Ich habe auch die nächste Mission schon angenommen. Ich muss jetzt einen mindestens mit 120er Score schießen. Das wird gar kein Problem sein. So, auf alle Fälle, ich werde jetzt hier warten und schauen, bis er kommt. Und dann werde ich euch dazu holen. Ja, das wird dann eh unser letzter Abschuss. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Und da oben, da läuft er auch schon. 130 bis 125er Score. Schön. Also habe ich heute wirklich schöne... Ja, gut, das ist schön. Aber 200 wäre schön. Obwohl, es sind alle schön. Na, komm noch ein bisschen runter. So. Da kommt er. Dann werde ich mich mal wieder hinlegen. So. Dann schauen wir mal. Ja,
Jawohl, und sofort zu Boden gegangen. Schön. Jawohl, so muss das. So, das war dann jetzt für heute. Ups, mein. Hey, was soll das? Aufstehen, komm, hopp. Mein letzter Abschuss. Und ich glaube, ich bin sogar, wenn ihr Glück habt, 2-3 Sekunden über den 15 Minuten, dann braucht ihr keine mehr aufregen. So, drei Hirsche, schön. Und bin nicht mal insgesamt eine halbe Stunde unterwegs gewesen, um 7 Uhr gestartet. Also das ist ein gutes Ergebnis. Ja, und jetzt hat es gerade Bing gemacht, wenn ihr das gehört habt. Das heißt, mein Video, was gerendert wurde, ist nun fertig. So. Ich glaube, die Mission jetzt auch fertig, ich hoffe es. Und zwar 162, ja, das ist der kleinste, glaube ich, 184 Kilo, 162er Score, 41 CSS, Erhaltungszustand 100, Trophäenwert 100, männlich, super, passt, genau. So muss das. Und ihr, wie gesagt, ihr könnt alles auf Facebook anschauen, die ganzen Daten der drei Hirsche. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und bitte nicht immer gleich meinen, ich will jemanden verarschen, nur ein Video mal 8 Minuten ist. Hallo, das war nicht mit Absicht. Gut. Jo. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nein. Außer, wie nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Dieses Wochenende sollte ja, also das kommende Wochenende, das Zockerwochenende sein, ist es nicht. Es wurde verschoben auf 27, 28, 29. Juni. Weil ja ein paar Games ich noch zocken will, die erst noch rauskommen. Gut, jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.